Mahlzeit, ein herzliches Willkommen zurück zu Cities Skylines. Wie in meinem letzten Teil versprochen, habe ich das Spiel jetzt einfach mal so ein paar Minuten laufen lassen und habe jetzt stolze 103, 104.000, was auch immer die Währung ist. Coins, sagen wir einfach mal. Und das heißt, ich kann jetzt hier oben ein bisschen weiterbauen. Ich bin ja quasi am Ende. Ich muss mir gleich überlegen, wie ich hier diese Autobahn integriere. Ob ich sie vielleicht sogar weiterführe nach oben, aber ich denke nicht. Und ansonsten sind wir hier gleich quasi durch, was den Platz angeht für diese Straßenbaumaßnahmen. Das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Naja, das ist doof. Lassen wir es so. Alles gut. So, ja, hier ist gleich auf jeden Fall das Limit erreicht. Ja, scheiße. Ich habe vergessen, auf Kurbeln auf den gebogenen Straßenmodus umzuschalten. Darum sah das jetzt so ein bisschen scheiße aus. So soll es aussehen. Das sieht aber auch kacke aus. Es ist zu wenig Platz hier jetzt zwischen den Kreuzungen. So, machen wir das. Hoppala. So, ich denke, das war's auch. Viel mehr geht hier nicht. Jetzt ist die große Frage, mache ich hier noch eine Straße zwischen? Oder nicht? Wenn ich es nicht mache, wird wahrscheinlich, werden diese vier Achsen hier viel zu überlastet sein. Von daher würde ich vielleicht vorschlagen, es zu tun, zumindest bis hierhin. Unten sind die Bögen größer, glaube ich. So, ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Um diese Hauptverkehrsstraßen, die vier hier, so ein bisschen zu entlasten. Und später kann man hieraus, wie gesagt, noch einmal Straßen machen, falls es sich abzeichnen sollte, dass es doch zu eng wird vom Platz her. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit den Straßen hier um. Wie führe ich da am besten hier jetzt die Straßen hier rein? Auf jeden Fall durch einen Kreisel. Obwohl der Kreisel natürlich eigentlich auf eine dieser Verkehrsadern hier führen müsste.
Aber dann ist er auch schon wieder zu weit von der Autobahn weg. Ja, ich meine, klar kann man den da drauf führen, aber das wird natürlich dann die verkehrsreichste Straße was auf diesem ganzen Gebiet hier werden. Denn die wird natürlich alles dann da unten mit verbinden. Das heißt es, und die wird auch dann alles auf diese weiteren Arme hier verteilen. Das heißt, ich will das jetzt auch nicht zu extrem machen. Oder ich mache zwei Kreise, dann ist es jetzt allerdings auch schon wieder ein bisschen zu eng hier. Einer hier hin und einer hier irgendwo hin. Na, wenn ich diese Arme, diese Seitenstraßen jetzt hier nicht dran hätte, wäre das ein bisschen einfacher. Doch jetzt doof. Ich will ja nur den Kreisel. Ich brauche ja die anderen Straßen nicht. Aber ich kriege ihn hier jetzt nicht hin. Na, da war er. Okay. Du kommst erstmal ganz schnell. So, kleines Problem mit meiner Aufnahme. Leider ist die Aufnahme da kurz abgebrochen, deshalb. Ich habe es leider nicht rechtzeitig mitgekriegt. Ich habe deswegen leider verpasst, wie ich dieses tolle Design hier oben vollendet habe. Darum will ich euch das jetzt mal zeigen. Ich habe ja diesen Kreisel hier noch gebaut, das habt ihr noch mitgekriegt. Habe die Arme entfernt, hier die Seitenstraßen. Hab dann den Kreisel hier mit verbunden. Mit dieser Hauptstraße hier. Warum sind hier Zebrastreifen? Na egal. Und den anderen Kreisel habe ich mit dieser Straße verbunden. Außerdem die Autobahn mit Einbahnstraßen. Einmal Einbahnstraße auf die Autobahn von dem Kreisel und Autobahn auf Kreisel durch diese Einbahnstraße und zusätzlich die beiden Kreisel nochmal miteinander verbunden. Was vielleicht später noch zum Problem werden könnte, diese Straße hier, muss man mal schauen. Vielleicht entlastet es aber auch die Straße hier. Vielleicht wird sie auch gar nicht benutzt. Wir werden sehen. Gut, das wollte ich auf jeden Fall noch schnell nachgeholt haben. Und ansonsten würde ich sagen, kann ich jetzt hier schon mal anfangen, Wohngebiete reinzusetzen. Oder aber... Nein, ich mache das noch nicht. Ich werde erst U-Bahnen bauen. Ja, das werde ich erst machen. Aber bevor ich das mache, will ich die Stadtentwicklung erstmal so ein bisschen weiter im Auge behalten. Das heißt, ihr seht hier, ich habe wieder mal ein kleines Müllproblem. Dann muss ich noch nach Krankenhäusern, Polizei etc. gucken. Wenn ich das alles für den Rest der Stadt erstmal auf der Kette habe, dann mache ich da oben das Gebiet soweit fertig. So, wir gucken also erstmal nach der Müllgeschichte. Das Problem, was ich glaube ich auch müllmäßig haben werde. Ja. Ich kann hier unten 1000 Mülldeponien hinbauen. Die Reichweite reicht wahrscheinlich trotzdem nicht bis hier oben. Das ist insofern scheiße, weil ich dann die Mülldeponien über die ganze Karte verteilen muss. Was ich eigentlich ja ungern machen würde. Aber ich löse das jetzt dadurch, indem ich einfach hier im Kreisel noch eine kleine Ausfahrt mache.
mir aus so. Das möchte ich jetzt natürlich dann ein bisschen trennen von der Autobahn, indem ich hier einfach mal ein paar Bäume hinstelle. Bäume direkt an der Autobahn kommen ja immer gut. Na, geh weg. Ach du Scheiße. So ungefähr. Und dann mache ich hier nämlich eine Mülldeponie hin. Den hier brauche ich. Und man sieht ja auch, die Straßen werden grün bis oben hin. Das heißt, das ganze Gebiet wird durch diese Mülldeponie abgedeckt. Daneben kommt automatisch noch eine Müllverbrennungsanlage. Und dann habe ich kein Wasser. Ich habe sowieso noch gar kein Wasser hier oben. Das mache ich auch gerade noch fertig. Wo ist meine Stadtgrenze? Ich sehe sie gar nicht. Dann bereite ich das alles schon mal so ein bisschen vor hier. Geld schon wieder alle. Ach, dass ich aber auch immer solche Geldsorgen habe. Ich glaube, ich nehme gleich einfach aus Frust doch noch so einen Kredit auf. Aber erst will ich den hier jetzt noch hier hinstellen. Damit ich wenigstens die Wasserleitung schon mal bauen kann. Strom ist das nächste Thema, was hier oben fehlt. Das will ich jetzt erstmal alles so ein bisschen haben hier, und ich verliere gerade ordentlich Einwohner, sehe ich. Das ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, da scheint es schon wieder irgendwelche Probleme zu geben in meiner Stadt. Ach komm. Was geht denn mit meinen Einwohnern? Ist es das Müllproblem? Wahrscheinlich ist es das Müllproblem. Ja, es ist das Müllproblem. Ja, auch diese Müllabfuhren müssen hier weg, diese Mülldeponie. Die ist hier fehl am Platze. So, komm her, gib mir mal gerade ein Darlehen. Die Schnauze voll jetzt. So, da haben wir schon mal ein bisschen Wasser. Hier ist noch nichts. Und hier ist auch so eine kleine Lücke. Ist natürlich auch nicht schön.
Na gut. So. Wie sieht's müllmäßig aus? Immer noch nicht gut. Oh, ich habe jetzt wirklich schon wieder kein Geld mehr. Ist das heftig. Ja, ich muss trotzdem das Budget für die Müllabfuhren erstmal raufreißen. Nutzt alles nichts. Da muss ein bisschen was an den Start und hier ist Stau. Achso, das sind die ganzen Müllwagen, okay. Na gut, die rücken jetzt erstmal aus, um sich den Müll zu krallen hier. Das sollen sie mal machen. Mein Industriegebiet ist komplett im Arsch. Alter. Ich habe zu viel schlaue Menschen. Das ist das Problem meiner Stadt. Das heißt, ich brauche mehr Bürogebiete. Wie sieht's denn mit Arbeitslosigkeit aus? Das kann man sich doch bestimmt auch hier irgendwo angucken. Bodenrichtwert. Wie sieht denn der Bodenrichtwert aus? Naja. Könnte besser sein. Bevölkerung. Ich habe mehr Tode als Geburten. Das ist natürlich auch nicht so schön. Verfügbare Arbeitsstellen. 5000, 6000. Okay, ich habe viel mehr Arbeit. Aber trotzdem arbeitslose Bürger nur 4%. Weil ich ganz, ganz viele Senioren habe. Okay. Also Arbeitslosigkeit geht auf jeden Fall. Ja, ich mache hier in der Mitte vielleicht. Na, ich mache es noch nicht. Ich will es vernünftig haben. Ich bin immer... Oh, hier. Ich hasse das. Ich hasse es. Mann, ich hab's ja schon mal gesagt, ich hasse das, wenn sich das hier staut auf einer Spur, obwohl hier noch zwei andere Spuren frei sind. Ich kann das nicht ab, ich verstehe nicht, warum die nicht einfach alle Spuren nutzen. Das ist so nervig. Das ist so nervig, echt, das kotzt mich richtig an. Ich werde hier später auf der Autobahn wieder einen riesen Stau haben, einfach nur dadurch, weil die hier nur auf einer Spur fahren. Das ist kacke sowas. Hier wollen sie eh alle rechts raus anscheinend. Ja, ich meine, es ist natürlich Autobahn. Ja. Es ist nicht ideal hier mit dem Kreisel. Es ist ja theoretisch Autobahn auf Autobahn. Also ich meine, eine bessere Ausfahrt als den Kreisel von der Autobahn kann man auch nicht bauen. Sie müssen es einfach nur vernünftig nutzen. Das tun sie einfach nicht. Wie sieht's so aus? Gefällt euch das besser?
Irgendwie auch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Hat gar nichts gebracht. Da fährt nicht einer lang, obwohl die doch eh alle da raus wollen anscheinend. Ja, alle nicht. Es gibt mehr als genug, die hier gerade ausfahren wollen. Die könnten theoretisch das alles abkürzen, indem sie hier rüberfahren. Wollen sie aber anscheinend nicht. Nicht ein Auto fährt da lang. Ja, manchmal verstehe ich die KI nicht. Na, immerhin so ein paar. Die Müllwagen fahren da lang. Naja, gut. Ja, jetzt geht's schon ein bisschen besser. Also, wenn das die ganze Sache so ein bisschen entspannt, soll mir das recht sein. So, er ist entleert. Er ist quasi entleert. Lassen wir so. Er muss entleert werden. Die Bäume hier sehen schon wieder aus wie ein Mordor. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Wie sieht's hier aus? Wird auch noch entleert. Alles nicht toll. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder. Und im nächsten Teil werde ich dann die U-Bahn anfangen, ein bisschen zu bauen, mir ein vernünftiges U-Bahn-Netz zu überlegen. Zumindest jetzt erstmal für die Teile, die ich habe. Das Problem ist natürlich dann später, die neuen Stadtteile, die neuen Stadtviertel da noch mit einzubinden. Da ich ja jetzt noch gar nicht weiß, wie die überhaupt aussehen werden. Oh, Tote werden nicht abtransportiert hier. Da muss ich gerade noch nachgucken. Hier muss noch ein Friedhof hin. Und hier müsste eigentlich auch noch irgendwo ein Friedhof hin. Aber das scheint noch zu gehen. Aber einwohnermäßig verliere ich immer noch. Naja, gut, okay. Ich werde das Ganze jetzt speichern. Und im nächsten Teil, wie gesagt, kümmere ich mich erstmal um U-Bahn. Und dann will ich auch dieses Viertel da oben, dieses Stadtzentrum, wie ich es immer nenne, dann so langsam mal aktivieren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, meine City Skylines Let's Plays gefallen euch. Wenn dem so sein sollte, dann lasst mir doch einen Daumen da. Einen nach oben am besten. Und vielleicht auch noch ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis denne.